Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Und Gott hat auch mit dir etwas vor. Dein Leben hat auch eine Bestimmung. Vielleicht siehst du das gar nicht, aber vertraue Gott. Er hat einen Weg für dich. Ergreife das, was Gott dir verheißen hat und das, was in seinem Wort geschrieben steht. Und Unmögliches wird möglich. Was hat dein Leben geprägt? Da fällt dir bestimmt vieles ein oder einiges ein, was so markante Dinge in deinem Leben waren, wo dich geprägt hat. Ein Moment, wo du entscheiden musstest, ein Moment, wo du zugreifen musstest. Je nachdem nimmt das Leben eine Wendung, wenn wir diese Momente ergreifen. Momente, die vom Heiligen Geist geprägt sind, machen unser Leben positiv, wenn wir da zugreifen. Und es gibt viele Momente, die uns prägen. Verpasse heute nicht den Moment, wenn Jesus einen Impuls in dein Herz gibt. Und bei manchen greifen wir zu und manche lassen wir einfach verstreichen. Der prägendste Moment in meinem Leben war, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Dieser Moment, wenn Gott dein Herz berührt, musst du ergreifen. Lass ihn nicht verstreichen. Das sind Momente, die lebensverändernd sind und die nicht jeden Tag kommen. Plötzlich ist dein Leben anders. Eine totale Kehrtwende und du siehst vieles ganz anders. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, dann fallen alle Lasten ab. Gottes Liebe und sein Friede erfüllen dein Herz. Greife zu, wenn du das noch nicht kennst. Jederzeit ist die Gelegenheit. Du kannst jederzeit Jesus in dein Leben aufnehmen und tu es heute, wenn du es noch nicht getan hast. Eine neue Dimension von Leben, Licht und Offenbarung in deinem Leben. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Jeder Mensch ist berufen, in das Reich Gottes zu kommen. Es ist unsere Entscheidung, es anzunehmen. Ergreife dieses Vorrecht, wenn du es noch nicht getan hast. Und denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und das steht alle Dinge, nicht nur die guten. Auch negative Dinge werden sich zum Guten entwickeln. Wenn wir negative Dinge erleben, denken wir an Niederlage. Wenn alles anders kommt, als wir denken, dann sind wir entmutigt. Wir denken nicht, dass vielleicht Gott seine Hand im Spiel hat oder dass es etwas Gutes daraus entstehen könnte. Tausche deine Angst gegen Vertrauen. Jesus hat so viele Möglichkeiten, dir zu helfen. Er macht aus deiner Asche Schönheit. Er wendet es zum Guten. Er hebt dich heraus aus deinen Niederlagen und aus deinem Frust. Alles wird dir letztendlich zum Guten gereichen. Aber vielleicht nicht immer so, wie du denkst. Wir machen ja oft Pläne, wie es sein soll, wie Gott es machen soll. Und dann kommt es ganz anders. Und du sagst vielleicht, was soll denn da Gutes sein? Nichts ist so geworden, wie ich es wollte. Alles ist schiefgelaufen. Mein Chef hat mir gekündigt.
kann meine Schulden nicht bezahlen, meine Ehe ist nicht gut, meine Kinder kritisieren immer an mir herum. Was soll denn da gut sein? In der Bibel lesen wir von einem Mann, der sicher auch so gedacht hat. Alles ist schief gelaufen. Er war der Liebling seines Vaters, geliebt, verwöhnt, hatte ein super Leben, inspiriert von Gott mit Träumen, und dann fand er sich im Gefängnis wieder. Ich spreche von Josef. Sein Leben ist ein Spiegelbild für viele Menschen. Gott gibt eine Verheißung, einen Traum, eine Prophetie und dann eine Niederlage nach der anderen. Josef wurde verkauft von seinen Brüdern. Sie hassten ihn, weil er bevorzugt war. Er war der Liebling seines Vaters. Gott schenkte ihm Träume. Und sie warfen ihn dann in einen Brunnen und verkauften ihn an eine Karawane, die da vorbeizog. Und wer kaufte ihn dann als Sklave? Der Pharao. Nicht irgendjemand, sondern der Pharao. Und da hatte Gott seine Hand im Spiel, mit Sicherheit, trotz dieser negativen Situation. Alle Dinge sollen zum Besten dienen. Josef kam in ein fremdes Land und musste unter Ungläubigen wohnen. Die Ägypter hatten andere Götter. Er war also sehr fremd dort. Und manchmal stellt Gott uns dahin, wo wir eigentlich nicht wollen. Vielleicht sagst du auch, um mich herum sind nur Menschen, die von Jesus nichts wissen wollen. Ich bin alleine und werde immer abfällig behandelt. Deine Blickrichtung soll auf Jesus sein und alle Dinge werden dir zum Besten werden. Josef hatte in seinen vermeintlichen Niederlagen immer Gott vor Augen. Es wird Gutes entstehen, wenn du nicht aufgibst. Und schau mal, wie es Josef ging. Das war nicht einfach. Potiphars Frau verbreitete Lügen über ihn, klagte ihn an und er landete im Gefängnis. Und dann machte er sogar im Gefängnis Karriere. Er war dort erfolgreich, weil Gott mit ihm war. Und du kannst auch in deinen Niederlagen erfolgreich sein, weil Gott mit dir ist. Auch du wirst überall erfolgreich sein, wenn du dich an Jesus hältst. Gott segnete Josef so an diesem verlassenen Ort, dass er dort freie Hand hatte. Ein prägender Moment für ihn, als er merkte, dass Gott mit ihm war und ihn segnete. Ich glaube, er war mit Freude und Zuversicht bei der Arbeit dort im Gefängnis. Er war nicht verbittert gegen Gott, er hat sein Herz bewahrt. Und Gott hat ihn gesegnet im Gefängnis. Er hat Träume gedeutet. Beim Mundschenk des Pharao und beim Bäcker des Pharao. Und Josef gab Gott die Ehre überall, wo er war. Und bedenke, er war in Ägypten, da waren andere Götter. 1. Mose 40, Vers 8. Da sagten sie zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Da sagte Josef zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch. Also er hat Gott zugetraut, dass er diese Träume deuten kann. Und Josef deutete die Träume inspiriert von Gottes Geist und er sagte zu dem Mundschenk, denk an mich, wenn du draußen bist und bring mich heraus. Und wie es dann war, der Mundschenk wurde begnadigt und vergaß Josef,
als er aus dem Gefängnis heraus war. Erleben wir das nicht oft auch, dass Menschen uns vergessen, wenn es ihnen wieder gut geht? Vielleicht hast du Menschen geholfen, ihnen beigestanden in schwierigen Situationen oder was auch immer. Und dann haben sie dich vergessen. Doch Gott vergisst dich nicht und er hat auch Josef nicht vergessen. Gott schaffte eine Möglichkeit, um ihn aus dem Gefängnis herauszubringen. Nach 2 Jahren. 2 Jahre musste er im Gefängnis sein. Und dann hatte auch der Pharao einen Traum. Einen Traum, der ihm Angst machte und niemand konnte ihn deuten. Und da erinnerte sich dieser Mundschenk an Josef. 1. Mose 41, 15 und 16. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao: Das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Josef gibt wieder Gott die Ehre, ist nicht wütend oder verbittert auf den Pharao oder auf Gott oder auf den Mundschenk, der ihn vergessen hatte. Und Josef deutete mit Gottes Hilfe diesen Traum, mit den 7 fetten und den 7 dürren Jahren. Und der Pharao war so begeistert von ihm, dass er ihm das höchste Amt gab, gleich nach ihm. Josef hat Gott erhoben und jetzt hat Gott ihn erhoben. Josef begann Getreide zu sammeln in den guten Jahren und rettete so Hunderttausende von Menschen vor dem Hungertod. Gott hat ihn gebraucht, Hunderttausende Menschen zu retten. In diesen negativen Dingen, die er erlebt hat, hat ihn Gott zum Segen gesetzt, in so einem Maße und eingeschlossen auch seine ganze Familie, die nach Ägypten kam. Und wir sehen zuvor das Gute nicht, das aus unseren schwierigen Situationen entstehen wird. Aber Gott weiß es. Und Gott wird alles zum Guten wenden, auch in deinem Leben. Josef wäre nie in diese Stellung gekommen, wenn ihn seine Brüder nicht verkauft hätten, wenn nicht Lügen über ihn verbreitet worden wären, wenn er nicht im Gefängnis gelandet wäre. Und Gott hat ihn gebraucht, um ein ganzes Volk und seine Familie zu retten. Und Gott hat auch mit dir etwas vor. Dein Leben hat auch eine Bestimmung. Vielleicht siehst du das gar nicht, aber vertraue Gott. Er hat einen Weg für dich. Wende dein Herz nicht von Gott ab, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Und das ist der Moment, der dein Leben weiter prägt, diese Entscheidung, bei Gott zu bleiben oder anderswo Hilfe zu suchen. Lass keine Bitterkeit zu. Bitterkeit, weil nicht alles so geht, wie du denkst, weil Gott es in deinem Leben anders macht, als du es dir vorstellst. Ergreife das, was Gott dir verheißen hat und das, was in seinem Wort geschrieben steht. Und Unmögliches wird möglich. Vielleicht ist dein Leben auch so ein Auf und Ab. Doch alle Dinge werden dir zum Guten werden. Es heißt nicht, die guten Dinge werden dir zum Guten werden, sondern alle. Alle Widrigkeiten, alle Niederlagen, alles, was passiert, was du nicht verstehst. Alles ist alles und da ist nichts ausgenommen. Vertraue Jesus in allen Dingen in deinem Leben.
Sprüche 3, Vers 5 und 6. Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Vertraue nicht auf deinen Verstand. Unser Verstand sagt oft, geht nicht. Aber bei Gott gibt es kein geht nicht. Es geht bei ihm um Vertrauen und Glauben. Immer sollten wir ihn vor Augen haben und er krönt das mit Erfolg, was wir tun. Aber manchmal geschieht das nicht sofort. Psalm 118, Vers 9, ein ähnlicher Vers. Es ist viel besser, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als mit denen zu rechnen, die mächtig und einflussreich sind. Unser Verstand sagt, die Mächtigen und Einflussreichen, die können uns helfen. Und wir bemühen uns oft, bei denen in Gunst zu stehen. Gott ist es, der dein Handeln krönt. Mit Erfolg, und das hat Bestand und nicht das von Menschen. Wie oft werden wir enttäuscht von Menschen? Es geht um Glauben und Vertrauen. Viele Menschen schreiben uns und bestätigen, dass Gott wirklich zu seinem Wort steht. Er ist und bleibt immer derselbe. Und ich möchte euch etwas vorlesen, was eine Frau uns geschrieben hat. Im letzten Jahr bat ich euch um Gebetsunterstützung. Es ging um einen Verdacht auf Nierenkarzinom. Er hat sich nicht bestätigt. Aber der Text in dem Geburtstagsbrief, den ich von euch bekommen habe, hat sich bestätigt. Ein Tränental, das sich in einen Quellfluss verwandelte. Ich kann nach einer Zeit großer körperlicher Schwäche die anstehenden Arbeit wieder gut bewältigen. Ich lernte Vertrauen und bin in großer Dankbarkeit. Durch euer Wirken durfte ich die göttliche Führung erkennen. Und ich danke Gott und euch. Ein Tränental verwandelt sich in einen Quellfluss. Wie wunderbar. Gott macht alle Dinge zum Guten. Alles wird sich zum Guten wenden. Auch dein Tränental, wo du vielleicht drinsteckst, wird sich in einen Quellfluss verwandeln. So wie diese Frau das auch erlebt hat. Und Menschen erleben das, wenn sie sich an Gott halten. Ich lernte Vertrauen, schreibt sie. Und darum geht es, um Glauben und Vertrauen. Ein Moment des Vertrauens, der dein Leben verändert, wo du zugreifen kannst. Verändere deine Realität durch Glauben und Vertrauen, auch wenn dein Verstand sagt, geht nicht. Gott verändert Menschenleben. Und das schreibt uns auch ein Mann, der Folgendes erlebt hat. Ich hatte Probleme mit dem Glauben an unseren Vater im Himmel. Meine Schwester machte mich auf euch aufmerksam und ich sah dann online eine Predigt von euch. Sie hat mir die Augen geöffnet, wofür ich so dankbar bin. Durch euch habe ich zum Glauben gefunden und ich war bei der letzten Gebetsnacht bei euch. Ein prägender Moment, wenn wir erkennen, wer Jesus ist. Und das verändert unser ganzes Leben. Er öffnet uns die Augen für die Wahrheit. So wie er diesem Mann die Augen geöffnet hat. Und Jesus hat auch vielen Menschen die physikalischen Augen geöffnet. Und das macht er auch heute noch. Doch wir brauchen besonders auch die geistlichen Augen geöffnet. So wie bei diesem Mann. Wir sehen und erkennen, wer er ist. Im folgenden Bibelvers sehen wir, dass Glauben und Vertrauen auch eine Aktion braucht. Markus 11, 22 bis 24. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott.
Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Wenn wir diesen Bibelvers verstehen, wird er zu einem prägenden Moment, der deine Sicht verändert. Und was sagt Jesus hier? Zuerst habt Glauben an Gott. Sprich Glaube in deine Situation. Er führt uns vor Augen, was mit unseren Sorgenbergen passiert, wenn wir das beachten. Wir sollen das aussprechen, was wir verändert haben wollen. Anders gesagt, befiehl deinen Sorgen zu verschwinden und nenne sie beim Namen. Aussprechen ist da gemeint. Paulus sagt auch, wir glauben, darum reden wir. Es ist also wichtig, dass wir reden. Reden, was Jesus gesagt hat. Und dann sollst du glauben, was du gesagt hast, und glauben, dass es geschieht. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, der dann vielleicht wieder aufsteht und sagt, ist nicht möglich. Zweifle nicht in deinem Herzen, sagt Jesus, und sprich nicht Negatives über deinem Leben. Dann bist du im falschen Königreich. Zweifle nicht an dem, was Gott zu tun vermag. Und gleich im nächsten Vers sagt Jesus, glaubt, dass ihr empfangen habt und es wird euch werden. Alle Dinge werden dir zum Guten gereichen oder zum Guten werden. Ich möchte dir Mut machen mit dem, was Menschen berichten. Eltern und Kinder, die sich 28 Jahre nicht gesehen haben, versöhnen sich plötzlich. In Familien, wo Streit ist, zieht plötzlich Friede ein. In Ehen geschieht Versöhnung. Alles wird sich zum Guten wenden, wenn du nicht aufgibst. Glaube und vertraue und befiehl deinen Sorgenbergen zu weichen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand und steig aus dem Boot. So wie Petrus das gemacht hat. Petrus sagt, wenn du mich rufst, dann komme ich. Und Jesus ruft auch dich. Komm. Komm. Matthäus 14, 28 und 29. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Verlass das Boot und schau auf Jesus. Dein Glaube wächst nicht, wenn du im Boot sitzen bleibst, sondern mach einen Schritt. Sei mutig und ohne Zweifel, Jesus ist da. Glaube hat Petrus veranlasst, aus dem Boot zu steigen. Und im Vers vorher sagt Jesus zu den vor Angst schreienden Jüngern, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Sei mutig, du brauchst dich nicht zu fürchten. Jesus ist da. Und wenn Stürme in unser Leben kommen, müssen wir unseren Glauben ausrichten auf Jesus. Worauf setzt du deinen Glauben? Auf die Stürme, dass alles schlechter wird? Oder auf Jesus, der Herr ist über den Sturm? Tritt heraus aus deinem sicheren Boot und vertraue Jesus alles an. Petrus war der Einzige, der ausgestiegen ist. 11 andere schauten zu und hatten Angst. Und auch wenn andere zu dir sagen, das funktioniert nicht, dann probiere
es aus mit Jesus. Die anderen haben immer eine Entschuldigung, warum es nicht geht. Vertraue nicht auf deinen Verstand, der sagt, das geht nicht. Lass dich nicht von negativen Erfahrungen abhalten. Ergreife heute diesen Moment und steig aus dem Boot. Mach einen Schritt vorwärts. Vertrau Jesus. Aus Glauben werden Realitäten geboren. Und Jesus ist real. Ein prägender Moment, wenn du das Wirken Gottes erlebst. Greif zu, halte es fest. Heute ist dein Tag.